Der Meister Moria oder El Moria ist einer der verwirklichten Meister aus der Gemeinschaft von Shambhala. Seit längst vergangenen Zeiten hat er sich zur Aufgabe gemacht, die Menschheit zu führen. In der Tradition wird er mit dem ersten Strahl der göttlichen Macht auf Erde, dem Strahl des Willens, in Verbindung gebracht. Zusammen mit den Meistern Jesus, Kutumi und Jugalkul wirkt er zum Wohle der Menschheit. Vor einer kleinen Versammlung von ungefähr 30 Personen wurde Daniel Meroy bei einem Channeling von Meister Moria gefilmt. Im Folgenden ist die Abschrift seiner Botschaft. Seid willkommen, Freunde. Ich bin euer Bruder Moria. Euer Bruder Moria, der euch einfach nur fragen möchte. Warum seid ihr hier? Weil ihr lernen wollt, Therapeuten zu werden? Weil ihr Therapietechniken lernen wollt? Weil ihr vielleicht lernen wollt, besser zu lieben, bessere Menschen zu sein? Wenn ihr das denkt, habt ihr die Antwort nicht genau getroffen. Tief in eurem Inneren wisst ihr, mehr oder weniger bewusst, dass ihr für die Wahrheit zusammengekommen seid. Nicht nur heute Abend, sondern jedes Mal, dass ihr euch hier versammelt habt. Pour la vérité. Ich sage nicht, um die Wahrheit zu lernen, denn Wahrheit kann man nicht lernen. Wahrheit wird erlebt, gelebt, Wahrheit offenbart sich. Wahrheit ist die Gegenwart Christi in euch. Wahrheit zu leben bedeutet nicht nur, nicht ganz, dass ihr jede kleinste Lüge verbannen müsst. Denn ich weiß wohl, dass es auf eurem irdischen Weg manchmal kleine Lügen geben kann, die nur dafür da sind, um schlimmeres Leiden oder unnötige Qualen zu verhindern. Nein, ich spreche hier von der anderen Wahrheit, der echten Wahrheit, die auch Transparenz ist. Eine Transparenz, die alle Masken fallen lässt, die alle Rollen, die wir spielen, nach und nach überflüssig macht, damit die Nacktheit unseres Seins, das schönste Gewand, ihre richtige Rolle als wahren Heiler, als Wundertäter, als Christus erfüllen kann. Lasst euch von dem Wort Christus nicht abschrecken. Es gibt unseren Bruder, den Christus, den ihr kennt, aber es gibt auch das Prinzip des Christus, uneingeschränkt, allumfassend, unendlich. Und jede Lebensform, die diesen Namen verdient, hat die Aufgabe, dieses Prinzip zu verinnerlichen, zu offenbaren, zum Ausdruck zu bringen.
Ihr seid hier, um dieser Wahrheit, dieser christlichen Wahrheit, diesem Prinzip unter allen Prinzipien näher zu kommen. In diesem Sinne sind die Therapien nur Vorwände. Aus menschlicher Hinsicht und für diese Welt sehr nützliche Vorwände, gewiss, aber mit ein wenig Abstand betrachtet, trotzdem Vorwände. Denn der wahre Heilungsbringer oder Versöhnungsbringer ist das Prinzip Christi, das in der Kraft der Wahrheit liegt. Deshalb sage ich euch, wenn eure Anwesenheit hier für euch wirklich Sinn macht, lasst eure Masken fallen. Oh, ich weiß ganz genau, dass es sich um eine Entscheidung handelt, die ihr schon getroffen habt, als ihr auf diese Welt gekommen seid, um den Weg der Entwicklung eures eigenen Bewusstseins weiter zu beschreiten. Aber die Rollen und die Masken sind hartnäckig. Und in einer Gruppe wie der euren oder in jeder Gruppe von Menschen, auch unter denjenigen mit den besten Absichten, mit dem wahrsten Bewusstsein, mit der liebsten Haltung, mischt sich immer wieder der Beigeschmack der Persönlichkeiten ein, die verhindern, dass die Wahrheit sich voll und ganz ausdrücken kann. Könnt ihr das verstehen? Es gibt immer noch zu viele Rollen. Es gibt immer noch zu viele Reflexe seitens der Persönlichkeiten, die sich in ihrem eigenen Spiel aufzehren und die anderen dabei ermüden. Manchmal schaue ich durch ein Lichtfenster und beobachte euch in eurem Lebensumfeld. Wie euch bereits gesagt wurde, so höre ich auch manchmal das Knirschen eurer Egos. Bruit de frein, des bruits de frein créés par vos egos. Den mag ich nicht, die mag ich nicht. Ich werde diese Person nicht behandeln. Oh nein, doch nicht die. Vous ne pouvez pas le nier. Meine Energie harmoniert nicht mit dieser anderen Energie. Ich werde keinen Schnitt machen, ich werde meine Hände da nicht da auflegen. Das gefällt mir nicht, mein Gefühl spricht dagegen. Das könnt ihr nicht bestreiten. Vielleicht findet ihr mich sehr streng und kompromisslos. Aber es ist eben diese Kompromisslosigkeit, welche die Offenbarung der Wahrheit ermöglichen wird. Und die Wahrheit wird sich offenbaren. Ihr müsst unbedingt von den Reflexen, die mit euren alten Masken einhergehen, Abstand nehmen. Eine Versammlung wie die eure, das wisst ihr, ist wie eine Kleinausgabe der Welt. Sorgt also dafür, dass eure kleine Welt anders ist als die Welt, in der ihr lebt. Sorgt dafür, dass sich eure Welt durch euren hohen Anspruch an Wahrheit, durch eure Selbstlosigkeit, durch das Ablegen eurer Panzer von der anderen Welt unterscheidet. Auf diese Weise werdet ihr, sowie ähnliche Gruppen, Versammlungen, Herzen wie die euren, die Menschheit zum Erblühen bringen. Ihr müsst da anfangen, einzeln, ihr müsst euch über jede Ausrede, die euch einfällt, hinwegsetzen, selbst wenn euch diese Ausreden ganz richtig erscheinen und ihr den Eindruck habt, dass sie berechtigt sind. Ihr müsst über diese Ausreden hinausgehen
um vorwärts zu kommen avancer. Und um euch selbst zu sein. Mit der Zeit sind meine hohen Ansprüche mein Wahrzeichen geworden und hohe Ansprüche sind wahrlich erforderlich, damit die Energie der Wahrheit ihr Werk vollbringen und Christus sich in jedem von uns offenbaren kann. Hohe Ansprüche und auch Kohärenz. Kohärenz ist ein Feuer, das ihr noch nicht beherrscht. Manchmal redet ihr darüber. Manchmal lernt ihr, dass Kohärenz eine Art Zement ist, der euch ermöglicht, besser zu arbeiten. Das stimmt auch. Jedoch möchte ich Kohärenz als das Fundament alles menschlichen Lebens darzustellen, das Fundament derjenigen, die wachsen, sich selbst finden und des Lebens würdig sein wollen. Seid kohärent in euren Handlungen, in euren Gedanken und natürlich auch in euren Gefühlen. Ohne diese Kohärenz könnt ihr den Weg nicht vollenden. Ihr könnt nicht gleichzeitig Worte des Friedens sprechen, ein Lächeln schenken und hintenherum giftige Gedanken nähren oder tief in euren Seelen Grimassen schneiden. Es gibt keine Alternative. Entweder ihr seid, was ihr sagt, ihr seid euer Lächeln, oder das alles bedeutet rein gar nichts. Das ist das, was ich von euch verlange. Und das verlange ich nicht für mich als Moria. Ich spreche im Namen des Geistes Christi, der in mir ist, im Namen der Lebensenergie des wahren Lebens, nicht mehr und nicht weniger. Seid ihr selbst. Seid keine Grimassen. Seid keine Lügner. Seid keine Panzer mehr. Wir können sehr oft beobachten, ich ahne es auch, ich kann es wahrnehmen, dass ihr danach strebt, Meister zu werden oder zumindest Jünger, die dieser Bezeichnung würdig sind. In euer Herzen seht ihr euch schon dort angekommen, aber wenn ihr den Grundsatz der Kohärenz nicht tief in eure Seelen, in euer Bewusstsein verankert, werdet ihr dieses Ziel nicht erreichen. Ihr werdet festgestellt haben, dass ich das Wort Liebe bis jetzt nicht benutzt habe. Ganz einfach nur, weil ohne das alles, ohne den Entschluss zur Wahrheit, den Entschluss zur Transparenz, den Entschluss zur Kompromisslosigkeit und ohne den Entschluss zur Kohärenz kann es keine Liebe geben. Es kann Parodien der Liebe geben, vielleicht sogar lobenswerte Parodien. Aber diese Parodien sind nur eine Vorstufe der wahren Liebe und das ist nicht genug. Ce n'est pas suffisant. Ihr versteht Et vous mich. Me comprenez. Euer Bruder Christus ist nicht deshalb zum Christus geworden, weil er dazu auserwählt wurde.
Alle seine Weggefährten sind nicht deshalb zu dem geworden, was sie sind, weil sie dazu auserwählt wurden. Sie haben sich durch ihre hohen Ansprüche und ihre Aufrichtigkeit dazu entwickelt. So einfach ist es. Liebe ist Wille. Liebe ist Beständigkeit. Das ist der Kern meiner heutigen Botschaft. Nicht etwa, legt die Hände lieber auf diese Weise auf, öffnet eure Herzen noch weiter, wenn ihr diese oder jene Farbenergie überträgt. Das müsst ihr natürlich auch lernen. Aber darüber hinaus müsst ihr absolute Selbstlosigkeit entwickeln und eure Herzen müssen mit Wahrheit erfüllt sein, das heißt durchsichtig wie Diamanten sein, ohne Berechnung und Hintergedanken, sonst werdet ihr noch lange in diesem Zustand des Leidens verweilen, der für eure Welt zurzeit charakteristisch ist. Seid wie ein Ferment für die Welt, nicht aufgrund eures Wissens oder Verständnisses, sondern aufgrund dessen, was ihr von innen erlebt und erfahren habt. Liebe ist nicht bloß ein großer Grundsatz. Die Heilungsenergie ist nicht etwas, was man durch einen langen Lernprozess zu steuern lernt. Der christliche Zustand, an dem ihr arbeiten und den ihr ans Licht bringen müsst, ist ein Zustand, den ihr schon durch das Universum erlebt, ohne es überhaupt zu wissen. Nur die Vorhänge eurer Herzen und Seelen sind noch zugezogen. Ihr seid umgeben mit der Energie der Wahrheit, mit der Energie der Liebe, aber euer mangelnder Wille und eure Inkohärenz hindern euch daran, die Vorhänge eures Bewusstseins zu öffnen. Daran sollt ihr arbeiten. Ich wiederhole, lasst eure Masken fallen, verzichtet auf Unausgesprochenes, hört auf, euch selbst Lügen zu erzählen, an die ihr zum Schluss sogar selber glaubt. Sagt nicht, ich tue mein Bestes, ich bin nicht betroffen, sondern mein Nachbar, mein Bruder, meine Schwester, meine Tante, mein Onkel, mein Vater, meine Mutter. Das alles hat keinen Sinn. Das alles hat keinen Sinn. Wenn ihr ein Lächeln, einen Blick schenkt, dann soll euer Blick ein Blick und euer Lächeln ein Lächeln sein, ohne falschen Schein. Solange ihr so weitermacht, unter welchem Vorwand auch immer, seid und bleibt ihr außerhalb der christlichen Kraft. Auch wenn ihr von dieser allgegenwärtigen, universellen Kraft ständig durchdrungen seid, ganz einfach nur, weil ihr ihrer Anwesenheit gegenüber blind und taub seid. Die Lüge, die man sich selbst erzählt, ist die schlimmste. Wenn ihr Liebe wollt, wenn ihr behauptet, Liebe zu geben, dann müsst ihr sehr hohe Ansprüche an euch selbst stellen. So
werdet ihr euer Selbst wiederfinden. Und eines schönen, seligen Morgens werdet ihr sagen können, ich bin, ja, ich bin wirklich. Dieses Ich bin bedeutet aber nicht, dass ihr im Herzen der Sonne angekommen seid. Es bedeutet einfach, ich habe den Schlüssel in der Hand. Ich habe den Schlüssel gefunden, weshalb mein Bruder Christus gekommen ist. Und schließlich darüber hinaus, über alle Ausreden hinaus, seid Vergebung. Solange ihr nicht Vergebung seid, wird die Saat aller Kriege fortbestehen. Ich höre euch zu, Freunde. Scheut euch nicht, näher zu treten. Es soll möglichst kein Abstand zwischen uns sein. Bitte kommt näher. Approchez. Bruno, ich habe eine Frage in Bezug auf das, was Sie gesagt haben. Je t'interromps. Erlaube mir, dich zu unterbrechen, mein Bruder. Du sagst, was Sie gesagt haben. Je suis ich bin dein Bruder Moria. Ich bin nicht Ihr Bruder Moria, Bruno. Verstehst du? Comprends-tu? Ja. Ce que je veux te Was dire ich par mit dieser einfachen Bemerkung sagen möchte, ist, dass nous sommes wir proches. Alle sehr nah zueinander stehen. Nous wir stammen tous alle tous aus derselben Familie. Famille. Keiner von uns kann sich von dieser großen menschlichen Familie und dieser großen göttlichen Familie, die ich hier vertrete, ausschließen. Alle Vorwände in dieser Richtung sind bedeutungslos. Ich höre dir zu. Wie kann man sich selbst finden, wenn man sich nur durch Filter, die für jeden von uns unterschiedlich sind, je nachdem, welche Erfahrungen wir gemacht haben, wahrnehmen kann? Zuerst einmal, indem ihr euch bewusst macht, dass es sich um Filter handelt. Das ist bereits ein großer Schritt, wenn man erkennt, dass es sich um Filter handelt. Dafür muss man sich zuerst beobachten und diese Filter aufzählen, wenn nötig, auf einem Blatt Papier notieren. Dann soll man dafür sorgen, dass diese Filter nacheinander überwunden werden. Was deutlich wahrgenommen wird, sei es unsere Filter oder etwas anderes, kann irgendwann überwunden werden. Das Schwierigste beim Voranschreiten besteht darin, sich seine Blockaden, Lügen, seine Filter, wie du sagst, bewusst zu werden. Wenn das alles identifiziert ist, stellt man sich kleinen Herausforderungen im täglichen Leben. Es müssen keine großen Herausforderungen sein, sondern ganz kleine Herausforderungen, die bewirken, dass die Filter, von denen hier die Rede ist, immer unwichtiger werden. Verstehst du? Geh jeden Abend im Gebet dahin, wo dein Geist ist. Nicht der inkarnierte Bruno soll jeden Abend oder jeden Morgen beten, sondern
que ce soit Der le Diamant, diamant aus welchem Bruno dont stammt. Bruno est extrait. Jeder Chacun von de uns nous ist est issu aus einem d'un Geist esprit aussi entstanden, pur que der le so diamant. rein ist wie ein Il faut Diamant. constamment Ihr se müsst souvenir euch de cela. ständig daran erinnern. Ce Dieser diamant-là n'a que Diamant faire schert sich nicht um des Lügen, mensonges, Rollen, des leugnes, des Wahrheiten, um vérités, Leid. des souffrances. Suche Zuflucht, Réfugie-toi. sucht Zuflucht, jeder Réfugiez-vous. von euch, Chacun da d'entre wo ihr vous. seid, so Autant que weit wie cela se peut. möglich, in dem Dans le diamant Diamanten de votre eures esprit. Geistes. Et Dann alors, werdet ihr auch l'altitude den vous sera nötigen donnée Abstand gewinnen, pour um alles, dépasser was tout euch ce qui vous ausbremst freine, und leiden tout ce qui lässt, vous fait alle souffrir à Widrigkeiten des travers Lebens les zu mille überwinden. aléas de la vie. Sich selbst zu Être sein, das soi-même, bedeutet, c'est sich s'identifier immer de mehr plus en mit plus diesem à ce Diamanten des diamant de Geistes l'esprit. zu identifizieren. C'est une petite Das gymnastique que muss fait man erst également einmal üben. décider. Aber Mais mit du der mieux Zeit qu'il est wird bien diese kleine Gymnastik aussi immer leichter facile à pratiquer, durchzuführen sein und so aussi spontan spontané werden wie das que la Atmen, respiration que das vous euch faites am là Leben hält. présentement. Veux-tu quelque éclaircissement encore? Frage. Bruder Moria, vielen Dank, dass du hier bei uns bist. Es ist eine große Freude. Dies ist eine Frage von Ricardo, der sich bei allen Brüdern für die Therapien bedankt, die uns Schülern gegeben worden sind und auch für das von ihm dargestellte Problem bezüglich der Sonne. Er hat mich darum gebeten, folgende Frage zu stellen. Durch die Gnade, die er von Sai Baba und den Brüdern erhalten hat, hat sich vieles in ihm geändert, aber vor allem hat er festgestellt, dass er leicht durch das Mentale inspiriert ist. Er hat das Gefühl, dass seine verschiedenen feinstofflichen Körper nicht im Einklang sind und dass es ihm deswegen an einer guten Verankerung mit der Erde und an Beständigkeit mangelt. Deshalb bittet er um Informationen, um die verschiedenen feinstofflichen Körper aufeinander abzustimmen. Bei ihm handelt es sich um den Mentalkörper, aber er hat festgestellt, dass es bei anderen der Emotionalkörper sein kann oder auch der physische oder Kausalkörper. Er fragt, ob es möglich ist, Informationen über alle diese feinstofflichen Körper und auch über den physischen Körper zu erhalten, weil er zu wenig und in anderen Welten zu wenig geehrt Voilà wird. une immense question. Das ist aber eine Riesenfrage. C'est Um un coup diese nach coûteux seinem et Wunsch zu beantworten, monumental, bräuchte man eine selon sa vollständige demande, selon son Unterrichtsstunde. souhait. Es stimmt Il est vrai jedoch, que dass la der größte plupart Teil d'entre der vous, Menschen, ce wenn serait nicht coûteux. sogar alle, und das Et c'est un stimmt mit peu dem un überein, témoignage was ich euch concordant vorhin avec ce gesagt que je habe, viens de vous eine signifier, que la plupart d'entre Diskrepanz vous sentent zwischen den l'ouïe du verschiedenen décalage Ebenen entre leurs différents der niveaux. Wirklichkeit fühlen Tantôt ils und sont emportés par erleben. leurs émotions, Mal werden sie von ihren par leur mode Emotionen affectif, davon par getragen, leur mal von pulsion ihrem physique. Et Gefühlsfeld, même s'ils mal von aspirent ihren körperlichen Trieben. à la plus Und grande auch wenn sie illumination, die höchste toujours une Verwirklichung partie anstreben, d'eux-mêmes a gibt tendance es à se immer einen Teil désynchroniser. von ihnen, der dazu neigt, Je sais sich zu bien le paradoxe. désynchronisieren. Et Das c'est ist auch tout meine Meinung. Und wir könnten aujourd'hui sogar le sagen, drame darin de zeigt l'été, sich das la ganze conscience et la Drama conscience der de soi, Menschheit, das qui Drama des lie Bewusstseins, das ces sich formes d'une seiner selbst dissociation bewusst ist. constante. Die Menschen Ces formes de durchleben eine dissociation Form constante, qui sont von simplement ständiger l'expression Dissoziation, die einfach d'une nur dualité, der Ausdruck der Dualität l'expression ist, des der Ausdruck frontières, der Grenzen, mais nicht pas der des bestehenden frontières qui Grenzen, existent, sondern der mais des Grenzen, frontières die das bewusste que la vie Leben zu consciente erfinden d'elle-même neigt, a um den tendance à Eindruck zu s'inventer haben, zu pour avoir existieren. l'impression
d'exister. Il pourrait y es avoir könnte eine Vielzahl an Techniken geben und es gibt eine Vielzahl an Techniken, die von vielen Schulen auf der Erde gelehrt und von vielen Schülern ausprobiert werden. Viele Techniken wurden euch bekannt gegeben, in diesem Ort, aber auch in anderen Schulen oder in anderen Büchern. Aber in Wirklichkeit gibt es keine einzige Technik, die euch die Erfahrung und das Erleben der Vereinigung von allen euren Körpern, das heißt von allen euren Bewusstseinsebenen, physisch, emotional, mental und kausal bringen kann. Affektiv, emotional, mental, état de conscience en rapport avec la réalité d'ordre causal. Ich spreche hier als Zeuge von dem, was er in mir zur Vereinigung mit der göttlichen Sonne erweckt hat. Unité solaire avec un S majuscule. Wobei der Mond in dieser Einheit mit einbegriffen ist. Die Versöhnung der Pole der Dualität. Ich spreche also in meinem eigenen Namen als euer Bruder Moria. Wenn ihr einen anderen von meinen Brüdern gefragt hättet, vielleicht wäre die Antwort etwas anders ausgefallen. Es gibt in der Tat genauso viele Wege, wie es Lebewesen gibt. Und durch die Vielzahl an Lebenserfahrungen erleben wir eine Vielzahl davon. Der Weg, der für mich eine Offenbarung gewesen ist und der auch für euch eine werden könnte, ist der Weg, sehr einfach und komplex zugleich, des Gebetes. Euer Bruder Moria, der hier anwesend ist, der zu euch spricht, weist auf das Gebet als Schlüssel zur Vereinigung hin. Aber was genau ist das Gebet? Das Gebet ist ein Augenblick völliger Hingabe an die Lebensenergie, an das Göttliche, würde ich sagen. Seid alle in diesem Augenblick und mit eurem Wesen eine lebendige Hingabe. Habt Mut und sprecht in aller Aufrichtigkeit im Stillen oder öffentlich diese Worte. Vater, dein Wille geschehe. Oh, ich weiß, diese Worte sind durch die vielen Wiederholungen in den Kirchen und auf jeweils unterschiedliche Art und Weise in allen Sprachen der Welt fast banal geworden. Aber diese Worte zu leben, ist etwas ganz anderes. Dazu lade ich euch ein. Eure Hingabe ist ein Gebet. Selbstverständlich kann ein solches Gebet auch von Worten unterstützt werden, wobei ihr genauso gut die Gebetsverse von allen Traditionen, wie auch die spontanen Worte aus euren Herzen benutzen könnt. Aber wenn eure Worte nicht von Hingabe erfüllt sind, dann verliert euer Gebet, euer Vater, dein Wille geschehe, an Kraft. Votre prière s'en trouvera diminuée. Habt ihr schon wahrgenommen, dass ihr in jedem Augenblick eures Lebens in enger Verbindung seid mit dem Vater, der hier gemeint ist. Ein Vater, der in Wahrheit auch eine Mutter ist.
Manchmal Et fragt ihr parfois, euch ou vous oder entendez ihr hört parfois andere, die certains qui sich s'interrogent. fragen, wo ist Mais Gott, oui, wenn er Dieu wirklich existe. existiert? Mais Aber vous ihr avez le steht nez direkt dessus. vor ihm, ihr Vous lebt vivez in pour lui. ihm, ihr seid Vous êtes ihm so tellement nah, proche de lui, dass ihr ihn que vous nicht ne le percevez wahrnehmt. pas. Ihr Vous errichtet établissez eine une Barriere. barrière. Da bin ich, Il y a da sind die moi, il y a des anderen, da autres, ist die il y a la Natur nature, und irgendwo et il y gibt a es Gott. quelque part Dieu. Da beginnt C'est der là où Fehler, commence l'erreur. in der Dans la vom dissociation Verstand que le mental hervorgebrachten décrit. Dissoziation. Alors Euer celui qui, Verstand ist qui est un outil gleichzeitig qui ein peut être Werkzeug qu'une und arme eine autodestructrice, selbstzerstörerische oui. Waffe. Ne le faites pas taire, Es geht il nicht sait où darum, son ihn zu être. unterdrücken, denn er hat seine Daseinsberechtigung. Ihr Éclairez-le müsst ihn par nur un durch eine désarmement hingebungsvolle intérieur innere Haltung qui erhellen, tient dans cette die parole. mit diesen Worten Mon Père, zusammengefasst que werden votre kann: volonté soit faite. Vater, dein Wille geschehe. Que ce ne Nicht soit euer plus Ich votre soll moi que befriedigt je werden, désire sondern être euer satisfait, Ich bin, mais votre je suis das zum qui Frieden und appelle zur à la paix Vereinigung ruft. et à la réunification. Wenn das Si c'est Ich le je bin in suis qui euch parle en spricht, vous, in anderen Worten, wenn c'est-à-dire ihr si eurem c'est votre Geist esprit eine Chance gebt, auquel vous sich zu donnez chance äußern, de s'exprimer, dann werden eh bien, die Barrieren les barrières zerbrücken. s'effritent. Euer Vater, eure Votre père, Mutter votre sind mère anwesend. sont là, Sie vous erscheinen apparaissent, euch im Jetzt, je dirais, würde ich dans sagen. l'instant. Fragt und ihr Demandez, et vous werdet recevrez. erhalten. Ne Projiziert vous euch projetez nicht pas auf eine bessere vers Ausgabe von euch selbst un in die meilleur Zukunft, de vous-même à venir. sondern Appelez dans lasst hier l'instant und jetzt das ce Beste meilleur de in euch vous-même à hochkommen. être. Lasst hier und Appelez jetzt dans l'instant den le heranwachsenden jeune de Christus in Christ euch à wirken. œuvrer en vous Dies par geschieht l'abandon durch das Aufgeben de tous von vos allen réflexes euren de protection, Schutzmechanismen, de tous vos euren réflexes Reflexen der Selbstdarstellung, d'affirmation der de la Verschleierung, personnalité, der par Selbstverherrlichung, tous vos réflexes de dissimulation, auf einem vos Weg, zu dem réflexes ihr euch de berufen fühlt glorification und à der travers euch ehrt. un chemin dont vous vous réclamez et qui vous honore. Wie viele von Combien euch d'entre vous, en effet, legen noch combien eine d'entre vous, en falsche effet, Demut an den Tag? manifestent une fausse humilité? Das muss Tout aufhören. cela est à désagréger. Meine Aufgabe Mon ist es, rôle mit est de dem pointer Finger le doigt dorthin zu là où zeigen, c'est le plus wo délicat, es am empfindlichsten ist, là où vous ne dort, wo pouvez ihr plus euch nicht vous mehr permettre erlauben d'être. könnt, zu schummeln. Si Wenn vous ihr voulez wirklich vraiment wollt, ce was que ihr vous dites behauptet, vouloir, dann befreit euch débarrassez-vous von euren de tous vos écueils Unreinheiten, et von répétez euren dites seelischen que votre Schuppen und volonté soit wiederholt, faite. Vater, C'est là dein que vous Wille geschehe. découvrirez. An diesem Punkt werdet ihr euch selbst Peut-être d'abord en vous wiederfinden. sentant seul, Vielleicht wird es dépourvu, zuerst eine Phase geben, in der ihr euch mais il y aura einsam und entblößt fühlt. un plus Aber tard alles hat seinen Preis. pour Und tout. der Preis ist nicht unbedingt, Et le prix dass ihr n'est pas leiden müsst. nécessairement une souffrance, Denn das Leiden car la ist auch souffrance, c'est eine encore Schale, eine peut-être seelische une Schuppe. taille. Der Le Preis prix, c'est ist die l'acceptation, Akzeptanz der Konsequenz, l'exigence die die göttliche qui est Kraft demandée von demjenigen par une fördert, der force sich divine mit ihr wieder qui l'a vereinigen rejoint. möchte. Diese Et cette Forderung exigence ist keine n'est göttliche pas Erpressung, un divin sondern chantage. der Elle est unumgängliche Hauch, le souffle incontournable der euch par zu lequel euch vous selbst grimperez werden lässt. jusqu'à vous-même. Guten Abend, Bruder.
werden die Therapien, die uns vermittelt werden und von denen man sagt, dass sie zeitlos sind, sich in Zukunft, vielleicht in einer zukünftigen Menschheit, ungehindert und großflächig verbreiten und damit möglichst vielen Menschen zugänglich werden? Oder werden sie eher eine Art Ideal bleiben, das man erreichen muss? Natürlich werden sich diese Therapien in einer nahen Zukunft weiter verbreiten. Aber es soll auch nicht erwartet werden, dass sie von der größeren Mehrheit akzeptiert werden. Sagen wir mal, dass man diese Therapien in Zukunft zunehmend als einen Wert betrachten wird, der in direkten Bezug mit grundlegenden Aspekten der Menschen ist. In diesem Sinne ja, sie werden weiter vermittelt, weiter unterrichtet werden, bis sie sogar fast selbstverständlich werden, wie heute die Homöopathie oder die Akupunktur. Allerdings, wenn diese Therapien sich so weit etabliert haben, dass sie kein Geheimnis mehr sind, oder zumindest so weit, dass sie nicht mehr geheimnisvoll oder gar verdächtig anmuten, wird sich eine andere Form des Heilwissens offenbaren. Denn ein Herz, das sich öffnet, schaut immer über alle Horizonte hinaus bis ins Unendliche. Damit möchte ich nur sagen, dass wenn eine Wahrheit angenommen wird oder wenn ein gewisses Quantum an Wissen und Wahrheiten einen offiziellen Stand bekommt, und das wird bei diesen Therapien auch irgendwann der Fall sein, ein anderer Weg in Richtung einer noch tiefer greifenden Heilung sich öffnen wird, ein Weg, der auch so alt wie die Zeit ist. Bruder Moria, gibt es in der Welt der verwirklichten Wesen andere Therapien? Brauchen die verwirklichten Menschen Therapien und Heilung? Gibt es auch, wie bei uns, Orte wie Kliniken und Krankenhäuser für diejenigen, die sie benötigen? Natürlich gibt es das. Alle Welten haben ihre Zerbrechlichkeiten und alle Wesen müssen lernen. Aber kleine Schwester, warum stellst du dir solche Fragen? Jede Welt hat ihre eigenen Herausforderungen. Aber die wahre Herausforderung für alle Welten besteht in der Einfachheit. Eigentlich bin ich nur zu euch gekommen, um euch von der ursprünglichen Einfachheit zu erzählen, die man wiederfinden muss. Diese Einfachheit bringt das Wesen in Einklang mit sich selbst. Solange es Techniken gibt, die zu lernen sind, bedeutet das, dass die Menschheit den Weg der Materie noch nicht verlassen hat. Selbstverständlich haben auch solche Wege ihre Daseinsberechtigung. Und das ist einer der Gründe, weshalb ihr euch hier versammelt habt. Aber in Wahrheit,
Und da komme Ce ich que auf vous meine apprenez, ersten que je Äußerungen reviens zurück. ici, à mes Soll premières alles, affirmations. was ihr lernt, Tout ce que vous apprenez nur dazu dienen, doit vous dass ihr servir umlernt. à désapprendre ce que vous croyez être et à Ihr müsst désapprendre umlernen in votre Bezug rapport auf erroné das, was avec le ihr zu monde. sein glaubt. Ihr müsst Les techniques que vous umlernen in apprenez qui Bezug vous auf servent, euer gestörtes qui vous Verhältnis mit aident et der qui Welt. aideront autrui, Die Techniken, die qui ihr vous lernt aideront und à die euch aider, qui helfen, le die font euch déjà später dienen werden, vraisemblablement, anderen zu tout cela helfen, à un moment die es donné, wahrscheinlich jetzt c'est schon votre tun, avance, das alles non wird seulement an dans einem cette existence, mais bestimmten dans Punkt d'autres, eurer tout cela Entwicklung se nicht nur in diesem désapprend chez Leben, vous sondern auch aussi, in anderen à allmählich mesure zerbröckeln, que in vous dem avancez dans Maße, votre vie. wie Comprends-tu? ihr auf eurem Weg zum Selbst voranschreitet. Verstehst du? Umlernen, Désapprendre was man ce que glaubt l'on zu croit wissen, savoir. das ist der C'est cela christliche le Weg. chemin du Christ. Oh Bruder, in verschiedenen Schulen der Energiearbeit spricht man von Schutzritualen. Ist das kohärent? Wenn wir versuchen, Liebe zu sein, brauchen wir überhaupt einen Schutz? Si tu parviens à Wenn du être es schaffst, toujours et Liebe zu toujours, sein, pourquoi tatsächlich, y aurait-il wozu une wäre ein protection Schutz noch nécessaire? notwendig? Die La Schwierigkeit difficulté besteht est de darin, réussir wirklich à Liebe être zu sein. réellement amour. Wirklich Être Liebe zu réellement sein amour, bedeutet, c'est den être Stand rendu der à un reinen niveau christlichen de rayonnement Ausstrahlung erreicht zu purement haben. christique. Das Cela bedeutet ganz signifie tout einfach, simplement que dass wenn lorsque ihr vous aidez, jemandem helft, wenn ihr lorsque euch vous offrez jemanden pour hingibt, Dieu, lorsque wenn vous ihr auf souhaitez jemanden die offrir l'onde de guérison Heilungsenergie à übertragt, autrui, es dann eh bien, immer il passieren peut kann, toujours arriver dass ihr verletzt que vous werdet. soyez atteint par quelque chose de blessant. Die L'offrande de Selbsthingabe soi geht comporte notwendigerweise nécessairement mit einer une Schwächung der fragilisation Person einher, de la solange personne, diese nicht tant die que l'on ne christliche s'était Energie pas voll purement installé integriert en hat. soi. Aber die Mais la Schwächung fragilisation ist auch est un ein ferment Ferment für aussi die Seele. pour l'âme. Ich Toute sage es âme en dir, chemin jede pour Dieu, Seele, toute âme die en auf chemin dem Weg ist et und qui veut diesen Weg poursuivre de bewusst façon volontaire verfolgt, son chemin, geht ne cesse de ständig courir des Risiken risques. Si ein. elle n'accepte Wenn sie pas das nicht de courir akzeptiert, ces risques, kommt sie elle nicht n'avance voran. pas. Kranke Soigner, pflegen, sich s'offrir den vielen à Dingen des travers Lebens les mille hingeben, choses de la das vie, c'est bedeutet, courir des Risiken zu risques. nehmen und C'est se mettre manchmal aus parfois dem en état de Gleichgewicht zu déséquilibre, geraten. tant que l'amour christique ne se sera pas totalement installé en nous. Unser Bruder Notre Christus frère, le hat Christ, selbst alle Stufen der avec Schwächung durchgelebt. lui-même toutes ces étapes de fragilisation. Christus Si le Christ est ist devenu nur zum Christ, Christus geworden, c'est parce qu'il est weil passé er lui-même à selbst durch travers alle Stufen des toutes les phases Lernprozesses des d'apprentissage Lebens durchgegangen réel. ist. Deshalb Il n'y a pas à solltet ihr nicht calculer überlegen, qu'est-ce que je nehme risque ich dieses ceci, qu'est-ce que je Risiko risque oder cela. nehme On ich risque jedes toujours Risiko, quelque jenes chose. Risiko. Es gibt immer ein Risiko. Je On n'est höher jamais der conscient ou l'on Bewusstseinsstand, parvient à desto minimiser eher kann man l'impact die des Auswirkungen risques der sont, Risiken für sich puisque minimieren. plus d'altitude est atteinte. Aber Mais wenn es darum quand on geht, commençait mit à Ritualen entreprendre un und certain nombre de Schutzmaßnahmen anzufangen, rituels et d'exercices de protection, da muss ich
als y a quelque Moria chose sagen, dans tout cela das qui, passt nicht en tant zu que dem Weg, von Moria, dem ich spreche. qui ne convient pas au chemin que je tente de vous exprimer. Der Bedarf Le und die besoin de Suche nach protection, la recherche de Schutzmaßnahmen protection est la sind marque d'une der peur. Ausdruck von Angst, verstehst du? Ne pas Keine avoir Angst peur zu ne signifie haben pas bedeutet nicht être inconscient. ahnungslos zu sein. Das Signifie bedeutet nur, simplement dass wir que nous uns nous en dem remettons Willen unseres à la Vaters volonté de fügen. notre Père. Ich schreite voran, ich J'avance, gehe je prends Risiken des ein, risques, ich je behandle soigne. Kranke, vielleicht Peut-être ist das cela auf einer sera-t-il bestimmten dangereux Ebene pour cet gefährlich. ego, cette Das offrande. ist Hingabe, Mais aber que la der volonté Wille meines de mon Vaters Père suffit. geschehe. Ich J'avance en schreite bewusst conscience, voran, ohne mich zu sans schonen m'économiser. und versuche Et en dabei, essayant de dépasser alle meine les unes après Ängste les autres nacheinander zu toutes mes peurs. überwinden. C'est cela qui Dadurch développe entwickelt la ihr véritable die wahre force. Kraft. Ce ne Es sont handelt pas sich des nicht allumettes, um kleine des allumettes mentale Wunderkerzen mentales, bzw. kleine des sortes Lichtknaller, de die man mit degrés, Hilfe einer Art des Zauberformel um petits sich herum pétards de aufflackern lässt. lumière que l'on fera fleurir autour de soi avec des ingrédients ressemblant à des formules magiques. Vous Vielleicht êtes peut-être staunt surpris ihr par über ces diese expressions qui Ausdrücke, jaillissent de moi. die aus mir heraus sprudeln. Mais Aber à jedes chaque Mal, fois que nous wenn voyons wir euch les uns et beobachten, les autres wie ihr Schutzgebete réciter des prières sprecht, de protection, Symbole am porter Hals des tragt symboles und autour de euch ce visage, c'est einredet, une das ist protection. ein Tu Schutz, n'aurais pas ceci, dieses tu oder n'aurais pas jenes cela. wird mich nicht Eh treffen. bien, dans Nun, leur jedes aura, Mal, je wenn vois, meine nous Brüder voyons, und mes ich dies frères et moi, beobachten, des espèces sehen de wir in eurer Aura etwas, petites das wie bombes kleine, ridicules. lächerliche Knallkörper aussieht. Versteht ihr? Comprenez-vous? Wir machen Nous uns ne nicht moquons pas darüber de cela, lustig, même si auch cela peut vous wenn sembler es euch in diesem être ce Augenblick que so je fais en cet vorkommt. instant. Nous voulons Wir dire wollen que damit il y sagen, a trop dass de ihr euch choses viel zu viel illusoires an auxquelles illusorische Dinge klammert. vous vous rattachez. Bemüht euch Attachez-vous darum, plutôt keine à ne Ängste plus mehr avoir zu haben, peur, anstatt plutôt zu qu'à chercher à versuchen, dresser Schutzmauern des um euch remparts de herum protection pour vous, aufzurichten. des remparts qui de Diese toute façon vont Schutzmauern werden exploser sowieso comme de wie petits feux de kleine, Bengale. beeindruckende Et vous faire de Feuerwerke l'impression. explodieren. Dépassez ce monde. Wachst über diese Welt der Dépassez Illusion le hinaus. monde Wachst über die des Welt der objets Gegenstände et und des der rituels qui Schutzrituale protègent. hinaus. Nous ne Wir disons pas sagen nicht, dass qu'ils diese ne servent à nutzlos rien. sind. Ce n'est Nein, pas das ça. ist es nicht. Je vous Ich dis sage nur, simplement dass ihr viel qu'il vous faut weiter voir schauen beaucoup müsst. plus loin qu'eux. Natürlich Je ne können dis pas qu'il auch n'y ait pas bestimmte certaines ondes de forme, Formenergien, certaines bestimmte formes archetypische archétypales, Formen, certaines bestimmte prières an rattachées à de großen grands égrégores Egregoren angeschlossene constituent Gebete des Schutz protections. bieten. Das gibt es auch Bien sûr que natürlich. cela existe. Aber ihr Vous könnt pouvez durch viser die nackte quelque chose Wahrheit, de tellement plus die beau, Wahrheit, de tellement die plus Mut vrai, erfordert, etwas par la anstreben, nudité das so viel de la schöner, vérité, so viel la echter nudité ist. que suppose l'audace, voyez-vous? Versteht ihr? Sachez ce que Ihr vous müsst voulez wirklich wissen, véritablement, was ihr wollt, même si auch ça vous wenn es fait un zunächst peu ein mal wenig dans l'instant schmerzhafter ist, den Weg der d'emprunter nackten Wahrheit le zu chemin de la beschreiten. nudité. Ist das klar? Est-ce clair? Mein Bruder, entsprechen die Mantras, die einige Lehrer bei Initiationen vorgeben, den Wunderkerzen, wovon du sprichst? Ja. Oui, des allumettes, il en Aber faut pas. manchmal braucht man auch Wunderkerzen. Comprends Verstehe bien que richtig, nous n'avons meine pas Brüder dit, und ich ni je dirais selbst haben moi-même, nicht que gesagt, dass c'était diese inutile. unnötig sind.
Sie können euch eine Zeit lang auf eurem Weg begleiten. Das ist der Grund, weshalb diese Mantras erfunden worden sind. Aber letztendlich, denn ich bin durch meine Kompromisslosigkeit immer ein Mann des Extremen, muss das alles überholt werden. Benutze sie, wenn du das Bedürfnis danach hast, bis du spürst, dass diese Mantras für dich ihren Zweck erfüllt und keinen Nutzen mehr haben. Diese Mantras sind kein Ziel an sich, genauso wie Meditation auch kein Ziel an sich ist, was einige Meditierende übrigens nicht verstanden haben. Auch das Gebet ist kein Ziel an sich. Nichts ist ein Ziel an sich. Das Ziel seid ihr in eurem christlichen Zustand. Alles andere wird irgendwann im Laufe der Ewigkeit zu Ende gehen. Nehmt die Stufen der Leiter als das, was sie sind. Klettert sie eine nach der anderen hinauf. Benutzt so viele Werkzeuge, wie eure Persönlichkeit verlangt. Aber klammert euch weder an die Leiter noch an die Werkzeuge. Vater, dein Wille geschehe. Ich rufe dich zu mir in diesem Augenblick. Verinnerlicht dies und ihr werdet sehen, wie stark und wie schnell das Licht zu euch kommen wird. Vielleicht bekommt ihr dabei ein Gefühl, als würdet ihr augenblicklich zerfallen, von innen zersplittern. Vielleicht wisst ihr dann nicht einmal mehr, wer und wo ihr genau seid, was euer Leben bedeutet. Auch das ist eine Phase, ein Übergang. In aller Wahrheit müsst ihr den Willen haben, mit eurem Vater zu verschmelzen. Dieser Wille soll in der Mitte eurer Herzen, in der Mitte all eurer Hoffnungen und Bitten sein. Seid bedankt, Freunde, für den Elan, den ihr zeigt. Seid bedankt für die Funken, die ihr seid und die danach streben, richtige Feuer zu werden. Seid bedankt, aber empfindet keine Genugtuung. Euer Bruder Moria, ihr wisst es, ist Kompromisslosigkeit und Kohärenz. Geht in Frieden. Approchez-vous les uns après les autres.
Alle Anwesenden wurden gebeten, nacheinander vor die Energie des Meisters Moria zu treten. Jeder Einzelne wurde gesegnet, um seinen Weg weiterzugehen. Vater, dein Wille geschehe. Eine universelle Lehre, frei von jeglichem Dogma, empfangen von Daniel Mirois am 15. Oktober 2010 in der Provence mit der Unterstützung und Liebe von Marie-Joanne Croteau-Mirois.